Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder dabei mit Kerbal Space Programm. Und wie ihr vermutlich seht, habe ich das Ganze ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich die Folge heute Morgen schon aufgenommen. Denn für Livestream fand ich es eine unpassende Zeit. Und trotzdem wollte ich ein bisschen Kerbal Space Programm spielen. Ich habe den Satellit nochmal kurz ein bisschen überarbeitet, wie man vielleicht im Hintergrund sieht. Und zwar habe ich noch eine Narrowband Scatter dran geklatscht. Der ist um die Dichte bzw. ja doch Dichte des Ohrs zu bestimmen, des Erzes, was man auf der Karte dann sehen kann. Und um das Ganze jetzt vorauszunehmen, ich habe bei der Mission ziemlich lange gebraucht. Ich habe insgesamt 2 Stunden 20 an Material hier in ungefähr 8 Minuten runtergekürzt, und wie man hier sieht, habe ich einen sehr steilen und nördlichen Winkel angepeilt, denn ich wollte mit dem Scanner bzw. Satellit ein wenig die Erde scannen, und das macht man natürlich am besten, indem man einen Großteil der Erde abdeckt. Da die Erde sich ja dreht, habe ich mich dazu entschieden, den Winkel für den Satellit so zu wählen, dass die Erde sich unter dem Satellit immer wieder durchdreht, und somit wird dann einmal die komplette Map ausgefüllt. Das ist natürlich sehr praktisch. Als Höhe habe ich mir 100.000 Meter rausgesucht. Moment, ja doch, 100 Kilometer. Ups. Ich eine andere Höhe brauchte wie unser erster Satellit. Ich wollte nämlich nicht, dass sie sich irgendwann mal durch irgendeinen komischen Zufall treffen könnten. Und 100.000 Meter ist auch für die Scanner eine der optimalen Höhen, in der sie am besten funktionieren. Und ich habe tatsächlich alles in einem Rutsch hochgebracht in Kerbal Space Programm. Ich habe nicht eine extra Rakete designen müssen. Das war ja meine Befürchtung im Livestream, und gerade musste ich noch mal kurz was googeln, was hier die Scanner und den Fuel Transfer betrifft, weil ich habe die Mission schon mehrmals vorher probiert, und das blende ich jetzt auch noch mal kurz drüber. Irgendwie konnte ich dann einfach nicht die einzelnen Antennen und Scanner nochmal richtig rum hin navigieren, da mir dann einfach das Monopropellant in dem Tank gefehlt hat. Deshalb musste ich jetzt erstmal nochmal rausfinden, wie man einen Fuel Transfer macht, weil irgendwie war ich einfach zu dämlich dafür. Um mir das Ganze ein bisschen zu erleichtern, habe ich natürlich von MacJab den Docking Autopilot genommen, der eben an den ganzen Antennen und Modulen und sowas keine RCS oder SRS Systeme dran waren. Und das war tatsächlich nicht das erste Mal zu dem Zeitpunkt, wo ich den Satellit auf eine gute Höhe bekommen habe, mit einem guten Winkel und sowas. Es hat beim ersten Mal eigentlich direkt geklappt, nur ist mir dann leider hinterher aufgefallen, dass ich die RCS-Triebwerke vergessen habe, und das ging natürlich überhaupt nicht. Da konnte ich die Sachen überhaupt nicht hinmanövrieren. Jetzt sehen wir gerade, wie ich hier die ganzen Scans vornehme. Und wie wir über die nördliche Polarkappe fliegen. Und das Ganze ein bisschen vorspulen, um zu sehen, wie gut denn auch die Abdeckung ist. Gut, der Scanner kann jetzt nicht so viel scannen, der hat irgendwie bloß ein 5 Grad Sichtfeld quasi. Allerdings über die Zeit sieht man an dem kleinen Kartenfenster jetzt auch wieder, dass man eigentlich den kompletten Planeten abdeckt. Und, hier bin ich gerade noch ein bisschen am Rumprobieren mit den ganzen Scannern, weil das ist eigentlich meine erste Mission, die das Ganze betrifft. Ich möchte natürlich wissen, wo ich denn landen könnte und nochmal nachfüllen an Fuel, wenn ich das denn müsste. Und solch ein Satellit werde ich dann auch zum Mond schießen, denn ich will auf jeden Fall, wenn ich dort lande, Fuel nachtanken können. Einfach zur Sicherheit, dass ich nicht wieder irgendwo gestrandet rumeier. Das will ich nämlich echt vermeiden.
Jetzt im Hintergrund sieht man jetzt noch, wie ich den Wiedereintritt plane und auch durchführe. Eigentlich wollte ich erst bis zum Cold Space Center fliegen, allerdings hat das nicht so ganz geklappt, da ich einfach zu wenig Fuel eingeplant hatte und ich hätte den Descent auch ein bisschen später machen können, aber naja, wie man sieht, bin ich einfach komplett drüber rausgeschossen und dadurch, dass die Erde sich dreht, macht es das jetzt auch nicht gerade leichter. Also habe ich mich dazu entschieden, ich mache es mir echt einfach. Und ich lande einfach an den Polarkappen und führe da noch ein paar kurze Experimente durch mit den Sachen, die ich hier an Bord habe. Auf gut Deutsch einfach Crew Report. Da zu dem Zeitpunkt ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass hier wieder die Klappen überhitzen und die Spitze. Ich muss da echt irgendwie noch mehr was überlegen, womit ich die Spitze kühlen kann, weil jedes Mal ist es mit der Spitze immer ziemlich kritisch und ja. Da werde ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Und unsere nächste Mission im Livestream wird dann sein, zum Mond zu fliegen, einen Scanner zu installieren und eine Rakete zu haben, die dann auch wieder zurückkommt, wenn auch mit Nachfüllen, wenn es sein muss. Aber ich möchte natürlich auch die anderen Planeten und Monde besichtigen und besuchen können. Hier eine sehr sanfte Landung. Da ich mir aber dachte, ich bin ziemlich weit außen, habe ich gedacht, ich hebe nochmal ab und fliege noch ein bisschen weiter in die Mitte. Und dann habe ich dort auch noch eine kleine Flagge platziert, wie man jetzt hier im Moment sehen kann. So, die Timelapse ist jetzt aber auch schon fast wieder zu Ende. Deshalb verabschiede ich mich einfach mal von euch und lasst euch noch den Rest der Timelapse genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Stream. Euer Chaos.